Zu ihrem inzwischen traditionellen Herbstfest luden die Sachsenhäuser Anfang Oktober in den Hattersheimer Südringtreff ein. Gefeiert wurde nach bewährtem Rezept mit Handkäse und Musik, Waschte oder Schmalzbrot, selbstgemachtem Kuchen und, der Jahreszeit entsprechend, frisch gepresstem Süßen, den Eberhard Roth vom Hattersheimer Stadtteilbüro mit tatkräftiger Unterstützung seines jungen Teams vor Ort herstellte. Für alle, die es noch nicht wissen, noch einmal ein kleiner historischer Exkurs, warum es auch in Hattersheim Sachsenhäuser gibt. Die Hattersheimer Sachsenhäuser stammen nicht aus dem Frankfurter Stadtteil, vielmehr bezieht sich die Bezeichnung auf andere Gemeinsamkeiten. So wie in Frankfurt ein eiserner Steg über den Main Kernstadt und Sachsenhausen verbindet, gibt es auch in Hattersheim einen eisernen Steg, der von der Stadtmitte über die Bahn in die Siedlung führt. Folglich bezeichneten und bezeichnen sich die Anwohner Dripte Bahn als Sachsenhäuser. Und wie im benachbarten Frankfurt wohnen hier ausgesprochen gesellige und freundliche Menschen, die ihren Stadtteil mit Fug und Recht als einen der schönsten des gesamten Ortes schätzen. Die Gesangsgruppe Haste Töne des Karnevalclub Mainperle sorgte zu Beginn des Herbstfestes für prima Stimmung im Saal. Die Truppe hatte ihren ersten Auftritt überhaupt bei den Sachsenhäusern und ist immer wieder gerne mit von der Partie, wenn in der Siedlung gefeiert wird. Willkommen zum mittlerweile zur Tradition gewordenen Herbstfest der Sachsenhäuser. Erstmal ganz zu Beginn einen großen Applaus an die Gruppe Haste Töne vom CCM Okriftel. Philipp Neuhaus begrüßte die Gäste im Namen der Sachsenhäuser und des Vereins Südringtreff und freute sich, dass neben Bürgermeisterin Antje Köster auch erste Stadträtin Karin Schnick beim Herbstfest mit von der Partie war. Und meine Aufgabe ist es am Anfang immer die Ehrengäste zu begrüßen. Die zwei wichtigsten Personen heute Nachmittag stehen draußen vor der Tür. Das ist der Mario Geseatz und Rainer Weißbecker. Ein herzliches Willkommen. Jetzt haben wir sie schon mal gesehen, sie kommen gleich auf die Bühne. Ich darf noch die ein oder andere organisatorischen Hinweis dann geben. Aber es sind noch zwei weitere Ehrengäste da, die ich begrüßen möchte. Die Vertreterinnen, muss man ja sagen, der Stadt Hattersheim. Erstmal ganz hier vorne unsere neue Bürgermeisterin Antje Köster. Wie das so bei Bürgermeister und Bürgermeisterinnen üblich ist, die Antje Köster hat noch andere Termine, bleibt aber noch eine gute Stunde hier. Aber dafür gibt es ja auch Stellvertreterinnen. Die Karin Schnick hat versprochen, bis ganz zum Schluss zu bleiben. An dieser Stelle herzlich willkommen unsere ersten Stadträtin Karin Schnick. Die Frankfurter Mundart, was klingt die so schön? Die Hauptsache ist freilich, man muss sie verstehen. Die ist er nicht eckig, die ist er nicht spitz, die ist er vor jede Empfindung was nütz. Ja, unsere Mundart, das ist gewiss laut so, wie der Schnabel gewachsam ist. Was hat man da nur von dem vornehm gerett, von Herzekind so gebabbelt doch nicht? Das Hochdeutsch will mehr wie die Mundart der sei, liegt da in dem Hochnet der Hochmut schon drei. Die Sachsenhäuser hatten wie gewohnt ein hochkarätiges Unterhaltungsprogramm auf die Beine gestellt. Dank der guten Kontakte des Ursachsenhäusers Gerhard Neudert waren beim Herbstfest gleich zwei bekannte und populäre Vertreter des Frankfurter Gebabbels im Südringtreff zu Gast. Mario Geseatz unterhielt die Gäste im bis auf den letzten Platz gefüllten Saal mit Gedichten und Geschichten des Mundartdichters Friedrich Stolze, musikalisch unterstützt von Rainer Weißbecker, der dazu eigene Lieder und Blues auf Frankfurterisch sang. Als Tön, so ist es doch niemals nicht, bes nicht gemeint.
Ein Ors wird in Mundart ganz anders gedeutet. Ein Ors ist ein Ehr für verschiedene Leute. Ein Mädchen, das hat ein besonderer Geriss, sobald sie ein richtiges Stäube-Ors ist. Sagt einer dem anderen die Meinung voll Wut, was möchte sich sowas auf Mundart so gut? So gut, dass der andere Mann selber zuletzt, der hat ja schön Deutsch eben mit mir geschwätzt. Verlobte, was redet ihr Hochdeutsch vor'n Stuss? Gestatten, Geliebte, gib mir einen Kuss. Mir sage, geht's Herz wie ein Krempel am Ofen. Komm, Herz in mein dein Mäulchen, ich strick dir einen drauf. Was lauter ist bei uns, doch in Mundart so schön. Besuche die Leute an und wolle grad gehen. Da sagt mir, sie kam im Augenblick, ja. Ach, gehen sie doch, Fatzi, bleiben sie da. Hat einer gebechert und es werden drauf schlecht, dann heißt es auf Hochdeutsch, der Herr ist bezecht. Was klingt es so kraftlos, so miet und so schlaff? In Mundart, da sagt mir das aus und naff. So zeugt unsere Mundart, wie man sie betracht, von Hoheit und Würde, von Milde und Macht. Und wer nicht glaubt, dass die Vorzüge hätte, so eine versteht unsere Mundart halt nicht. Die Gedalie als Schmarotze war er überall bekannt. Wo es was Gutes gab zu Arle, war er immer bei der Hand. Und der Nadan hat geeiert, was ich über so und wanzt, trotzdem sech dem, komm zum Essen morgen Mittag, wenn du kannst. Der Gedalje hat zum Essen sich auch pünktlich eingestellt, doch die Hoftür war verschlossen. Der Gedalje hat geschellt und hat gerissen, hat gezogen und gezoppt, hat Parademarsch getrommelt an der Tür und Stamm gekloppt. Guck, da öffnet sich ein Fenster und der Nadan guckte raus und er rief den Nunne, na, wer trommelt, schellt und lärmt so an meinem Haus? Der Gedalje sagt, Herr Nadan, ich bin's doch, Herr Nadan, ich. Ei, was gibt's dann, Freund Gedalje, sagt der Nadan, eierlich. Was es gibt, wie soll ich's wissen? Etwas Gutes wird's doch sein. Ei, hast du mich doch eingeladen, aber kann ich da ne rein? Hast gesagt, doch komm zum Essen morgen Mittag, wenn du kannst. Und jetzt bin ich da, Herr Nadan, doch die Hoftür ist verschanzt. Und der Nadan rief der Runde, so, verschlossen ist der Tor. Ist verschlossen, Freund Gedalje, wirklich? Doch wer kann davor? Ja, ich hab der eingeladen, aber was hab ich gerettet? Wenn du kannst, so komm zum Essen. Kannst du, na, du kannst ja nicht. Und wir haben aber in unserem Dialekt auch ein Wörtchen, das ebenfalls sehr wichtig ist, und das steht im Duden drin. Und wir tun das sogar richtig aussprechen, wir tun es nicht immer vollkommen falsch benutzen. Das ist nämlich das kleine Wörtchen als. Und da habe ich immer das Problem, wenn dann viele sind im Saal sind, die all den unseren Dialekt beherrschen, dass da kein Mensch lacht, weil ich den Fehler gar nicht entdecke, der da drin ist. Dass mir das Wörtchen ja vollkommen falsch benutzen tue. Wenn ich das Wörtchen als gebracht, da tun die Leute als lachen. Das als gehört doch zu der Sprache, da kann man als nichts machen. Und wäre ich auch vom als Feind, ich muss es als zitieren. Zum Beispiel, wenn die Sonne als scheint, dann gehe ich als spazieren. Und geht mir als was durch meinen Sinn, dann kratze ich als mein Köpfchen. Und wenn ich als recht durstig bin, dann trinke ich als mein Schöpfchen. Ja, ich will mir jetzt mal von dem Sprachlichen bis ins Gastronomische gehen. Ich habe mich schon ein bisschen umgeguckt. Ich habe schon gute Kuchen gegessen vorher und habe auch gesehen, es gibt Handkäse mit Musik. Und das ist ja nicht jeder Manns und jeder Fraus Geschmack, dieses Gericht. Also wenn hier Damen gerade im Publikum sein sollte, die den Handkäse nicht so mögen, aber trotzdem ab und zu was damit machen wollen, hören Sie zu in dem nächsten Lied. Ist eigentlich ein trauriges Lied, aber ganz am Ende ein kleiner Hinweis für die Dame. Wollen Sie mal mit Ihrem Schatzebobbes daheim, bis Sie Zores haben und habe nur einen Handkäse im Haus, was man da damit alles machen kann. Weil unter anderem komische Dinge. Heimlich an meine Termine beim Zahnarzt abgesagt und all meine teure Sackos bei die Heilsarmee gebracht. Hast mein Lieblingswhisky mit Spüli gestreckt, dann hast du noch mal Rolex in die Cashelton gesteckt. Du machst komische Dinge, es fällt mir schwer, dich zu verstehen. Ich hab das dumpfe Gefühl, irgendwie liebst du mich nicht mehr.
hast bei meinem Schreibtisch alle Bon abgesägt. Nachts mein Gebiss in Paddex eingelegt. Hast mein neues Motorrad im Mond versenkt. Und dann hast du noch all mein Legos verschenkt. Du machst komische Dinge, es fällt mir schwer, dich zu verstehen. Ich hab das dumpfe Gefühl, irgendwie liebst du mich nicht mehr. Du machst komische Dinge, ganz komische Dinge. Du machst komische Dinge, irgendwie liebst du mich nicht mehr. Du hast mein neue Porsche mit dem Dampfwalzblatt gemacht und all meine alte Platte auf den Flohmarkt gebracht. Hast bei all meine Hände die Knepp abgerobbt. Dann hast du noch ein Handkiss in mein Saxophon gestoppt. Du machst komische Dinge, es fällt mir schwer, dich zu verstehen. Ich hab das dumpfe Gefühl, irgendwie liebst du mich nicht mehr. Du machst komische Dinge, Liesje, 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 streck den Kopf durchs Fenster, streck deine goldige Nase raus. Denn zur Stunde der Gespenster heul ich mich von Herzen aus. Ach, mein Herz, ich bumbert doll, ach, das Aas ist übervoll, werf mir doch den Schlüssel runter, dass ich bei dich kommen soll. Liesje, Liesje! Liesje, hör doch, was ich babbel. Du dich doch erweiche bald. Guck nur, wie ich stöhn und zappel, denn hier draus ist orsig kalt. Jetzt erhör mich oder nie, glaub's. Ich bin eine gute Partie. Werf mir doch den Schlüssel runter, das ist nicht der Schnuppegrie. Was? Du lässt dich nicht erweiche? Gell, du mahnst, ich tu mir hier aus dem Hals die Geilgreiche zum Verkniechen, Olvenvieh. Was, du lachst noch, du Xantipp, dass ich hier vergebens hab? Rutsch mir doch den Buckel runter, krieg die Kränk, du Algerib. Du warst oft eines Moins und bist nimmer da und kennst nur noch ein Wort und es heißt Halleluja. Mein Onkel hat eine Beton-Mischmaschine und die zieht er mit seinem Gogo überall hin. Du bist ganz schnell im Mann mit Betonklumpe an der Bahn. Also hör gut zu und lass mein Mädchen in Ruhe. Mein Opa, der ist Metzger und mit seinem Beilchen schnell. Drum ist es auch jetzt besser, du verpiss dich auf der Stelle. Der zieht dich in den dunklen Eck und morgen hängst du als Presskopf hinter den Tank. Also hör gut zu und lass mein Mädchen in Ruhe. Der feine Herr Minister, der hat immer gut gelebt, weil da an seine Finger immer etwas Geld geklebt. Doch gibt er dann auch irgendwann einmal den Löffel ab und Lobesrede werden geschwungen an seinem Grab.
Und als der will dann auch noch in den Himmel neu, da hätt mir bisher ohne dem Alpetro sei Geschrei. Geh fort mit den pappischen Finger, du hast ja nix wie pappische Finger. Mach dich vom Acker aber schnell und geh zum Teufel in die Hölle. Pappische Finger, du hast ja nix wie pappische Finger. Mach dich vom Acker aber schnell und geh zum Teufel in die Hölle. Pappische Finger.